gibt ja 600 oder sowas in Game und ich habe natürlich nicht alle 600. Challenge spielt 5 Gefechte hintereinander länger als 5 Minuten pro Runde. Die ist fast noch schwerer, die Challenge. Und da müsste ich quasi mich dann in der hintersten Ecke dann irgendwann verstecken, wenn mein Team wieder in 3 Minuten abgeraucht ist. Dann müsste ich noch versuchen, noch zu leben und ja, toll. Gut, halbwegs brauchbare Map. Könnte eine gute Runde werden. Könnte eine gute Runde werden. Stimmt, als Arti lebst du vielleicht auch länger. Kommt ein Lynx und jodelt dich. Oder ein EBR. So, also wir haben ganz, ganz viele Sniper. Die können dann die Heavys hoffentlich hitten. So ein EN-100. Ich könnte jetzt eventuell viel Spotting Damage sammeln. Eventuell. Da geht's schon los. Schade, nur 251 Spotting. Sehr enttäuschend, sehr enttäuschend. Ganz, ganz, ganz wenig, was ich da bekommen habe. Könnte ja langsam mal mehr werden mit dem Spot. Ein bisschen, 1000 haben wir schon, jetzt aber. Also wir haben jetzt einen kompletten Tier 10er rausbekommen. Schön, wenn die Kanone, die funktioniert immer gut eigentlich. Also Kanone ist nicht das Problem. Der Reload ist... Aber es tut gut, ne? So einen ganzen Clip in die Seite, das ist schon ein schmackhafter Moment. Es fühlt sich immer gut an, so klack, klack, klack. Jeder Schuss geht rein, ohne zu bouncen, ohne irgendwie daneben zu gehen. Das ist schon immer ein good feeling. Das meinst du wahrscheinlich damit. Aber an sich performt die Gun immer schon ganz nice. Kommt mal ein bisschen Spotting dabei rum. Kommt mal ein bisschen Spotting dabei rum. Holy shit, ich mache mir gleich eine Hose vor Freude. Ich werde gleich ganz erregt. Das ist ja Wahnsinn. Das Team hat sogar mal auf Ziele geschossen, die ich gerade aufgemacht habe. Wie geht das denn? Wenn ich jetzt wüsste, wo der EN-100 ist. Wow, sie kriegen den Titan nicht gekillt. Wie erbärmlich ist das denn? Wow. Ja, das hat sich der E4 komplett gewastet, um den nicht zu killen. Sie kriegen ihn nicht gekillt. Sie kriegen ihn nicht. Sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen den Titan nicht gekillt. Er lebt immer noch. Der schafft es nicht. Die schaffen es nicht. Er ist gestorben an dem Titan. Wir haben es nicht geschafft, Mann.
Der lebt immer noch, der Titan. Er ist auch gestorben mit seinem Panzer 4. Lol, Mann. E4, Leopard 1. Panzer-Dingsbums da, dieser beschissene. Sie haben es nicht geschafft. Der hat die dicke Gun drauf. Danke. Ich glaube, der Charity ist der einzige, der Waffenträger auf BMW Zeta. Lol. Oh Mann, Alter. Alter Falter. Diese Runden sind einfach nur abartig schlecht. Okay, ich muss den jetzt ganz fix helfen, weil sonst schaffen sie es wieder, diesen T28 nicht zu balancen. Puh, das ist ein Struggle. Mein Team kommt schon wieder nicht hinterher mit dem Damage. Die sterben schon wieder schneller als ich damit. Ich bin jetzt schon wieder am maximal Reload. Schneller geht nicht. Mein Team schafft es trotzdem, schneller zu sterben, als ich überhaupt meinen Reload durchziehen kann. Das ist jetzt zum Beispiel, habe ich nicht mal Schüsse drin. Das ist echt krank. Das ist echt krank. Ich kann nicht schneller reloaden. HP sind wieder total ausgeglichen. Toll. Hätten wir jetzt beide killen können dort. Ach, der campt da oben drauf, der 1-2-1. Wow, das Game ist echt zu lange schon. Verdammt lange. Ich wette, gleich fährt irgendeiner von meinem Team rein und platzt. Wow. Irgendeiner hält es gleich nicht mehr aus. Nochmal nachladen. Irgendeiner gleich dreht völlig durch und platzt und suicidet. Prot nicht, aber irgendein Vieh des wastet sich jetzt gleich komplett. Gegner hat ja auch noch einen FV. Das geht sehr, sehr schnell. Wenn der FV einmal schießt, dann war es das. Hallo, Charity hier. Danke. Ich glaube, der Charity hat noch ein bisschen was drauf. Hier, Patton hat sich schon gewastet. Ging schon los. Hat sich schon wieder eine gewastet. Er ist auch One-Shot. Wenn sie es noch gewinnen wollen, dann müssen die jetzt einfach mal durchhalten. Na, der 1-2-1, der wird wahrscheinlich noch HP haben ohne Ende. Alles drin außer Windnacht. Das ist es halt. Dann ist es halt so. Ich habe mein Damage. Ich habe 5000 Damage. Ich habe 3400 Spot. Sorry, ey, das ist, also manchmal ist halt einfach wirklich nichts mehr drin. Ich habe 16 Schuss, damit kann ich noch ein bisschen Damage mehr machen. Und dann ist es das halt, dann ist es das halt so. Wenn jetzt der FV halt nochmal zweimal was trifft. Ich weiß ja nicht, wie viel HP hat der 1-2-1 von denen. Jetzt hier, ist auch witzig, ne? Jetzt bin ich hier auf die Flanke gefahren, kommt nichts, nada. Wenn ich jetzt hier wegfahre, instant. Was, ich verstehe auch nicht, dass der Progetto jetzt da vorne reinfährt als One schon. Hat auch wieder keiner Lust, irgendwas zu machen. Dieser Charity, der hat noch gut Schüsse getroffen, ja.
Aber diese 5000 Damage, die ich jetzt gemacht habe, nur dadurch ist das Game auch close. Und wir sind trotzdem noch im Rückstand mit HP. Ja, ich verstehe es nicht, warum. Schau, das meine ich eben. Dieser Hurensohn, er kann es einfach nicht abwarten. Er kann es nicht abwarten, als One-Shot wieder da reinzufahren. Das meine ich eben. Er konnte jetzt nicht länger warten, als mit 200 HP noch da reinzufahren. Eins zu eins killt den Prot, damit ist das Game besiegelt. Verstehe es halt absolut nicht. Kann er nicht denn einfach mal seine scheiß 100 HP zusammenhalten und seine scheiß Fresse halten und einfach da stehen bleiben? Sich einfach mal gedulden? Oh, scheiße, das Game geht schon zu lange. Das geht schon über 10 Minuten. Muss ich reinfahren in den FV und gegen den gegnerischen Boghetto. Dann kommen die halt nicht, dann ist es halt ein Draw. Was will ich denn machen? Dann müsste der Gegner halt auch mal angreifen. Ich fahre sicherlich nicht in den FV. Da ist er. Da ist der andere. Das war der FV, der schießt AP. Wenn er ein Trottel ist, hätte er jetzt HE geschossen, hätte er mich wahrscheinlich gesplasht. Sie steht immer noch dort hinten. Ich weiß halt die HPs nicht von den Emil. Ich weiß nicht, warum man sich mit 300 HP Autoloader reinwasten muss. Der spielt halt echt noch extrem gut. Ist alles machbar, die sind alles One-Shots. Oh, nice. Dieser Charity, der hat auch Bock auf Gewinnen. Na, ich probiere es jetzt. Ich versuche jetzt den Type 61 zu killen. Hab halt nicht die HPs dafür. Ach du Scheiße. Tja. Nächstes Mal schießt du vielleicht HE, du dummes Stück Scheiße, und dann würdest du auch Damage machen. So, wo ist der jetzt? Chat! Ein Win, der Wahnsinn ist da! Ein Curry, alter Falter! Chat! Holy shit, oh Mann, was muss ich denn machen, um so ein Game zu gewinnen?
Das war verdammt knapp. Klar war das knapp. Oh Mann, ey. Was ist denn das hier? Oskin und Großkaliber. Charity hat echt übertrieben Bock, ja. Richtig, ey. Echt guter Typ. 5000. 5500 mit dem Charity. Das ist der fucking MVP in dem Game. Ich vielleicht auch. Ja. Ich mach 6430 und 5 Kills, 1751 Base XP und nochmal 4000 Spot. Aber 4000 Spot kommt 90% vom Charity. Das, der hatte richtig Bock auf Win. Corona Time Waste Forces. WT auf BMW ist der. Es ist ja sogar ein Deutscher, oder? Den lobe ich schon. Ich meine, wir zwei alleine machen 11, 12.000. 12.000, wir zwei. Wie, nur wir zwei, 12.000. Nur wir zwei. Null. 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 200. 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler locker. Locker 10 Spieler, die weniger gemacht haben als wir zu zweit. Oder eher 11 vielleicht sogar. Ihr könnt gerne mal rechnen, wie viele von denen da weniger gemacht haben als wir zusammen. Wirklich, wirklich klasse von dem. Richtig geil. Vor allem, er hat mir halt auch 4000 Spot ermöglicht. Der Brot hat lange gelebt. Na, immerhin. Immerhin. Wobei, an sich, der sich so dumm reingewastet hat, der Brogetto hat auch immerhin 3000, steht am Platz 3. Wir haben 12.000 und 15 Damage. 12.000. Das musst du dir mal, ich meine, muss man sich mal überlegen, ne? Zwei Spieler machen 12.000 Schaden. Und das ist ein fucking Tier 8er. Einfach nur blows my mind. Einfach nur. Schon alleine das ist. Wow. Bei denen ist auch ein eher ein 100 for free rausgegangen. Der FV, der war nicht okay. Ich verstehe nicht, warum der FV AP schießt. Ne? Verstehe ich absolut nicht. Ist halt einfach dumm. Da war ich lucky, dass er mir in die Kette geschossen hat.